Irgendwann kam halt der Wunsch, lieber zu sterben als weiterzuleben, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht in der Lage, mich um meine Kinder zu kümmern. Ich bin nicht in der Lage, Verantwortung für meine Kinder zu übernehmen. Ich kann ja nicht mal für mich selbst Verantwortung übernehmen. Immer wieder dürfen Menschen erleben, wie der Glaube an Gott das Leben radikal verändert. Egal, wie es zuvor aussah, egal, was vorher war. Sarah ist ein großartiges Beispiel dafür und sie erzählt uns heute davon. Herzlich willkommen, Sarah Langhirt. Hallo. Man muss ja, um einen Menschen zu verstehen, immer ein bisschen tiefer gucken, was denn da alles eine Rolle gespielt hat. Deswegen fangen wir bei Ihnen natürlich auch ein bisschen früher an, nicht nur was heute ist, sondern Ihre Kindheit. Und da war ja nicht alles in Ordnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Sie ein paar Stichwörter nennen sollten, die das charakterisieren, was wäre das dann? Also meine Kindheit war ziemlich chaotisch, dennoch liebevoll, genau, und von falschen Vorbildern. Dennoch liebevoll, haben Sie gesagt. Genau, dennoch liebevoll, genau, und von falschen Vorbildern geprägt. Sollen wir es mal gerade ein bisschen auseinandernehmen? Was heißt chaotisch? Sind Sie viel umgezogen oder was war? Nee, das nicht. Also ich bin mit 3 großen Brüdern aufgewachsen, die wesentlich älter als sind. Genau. Und mein Papa hatte Probleme mit dem Alkohol, hat zwar schon immer versucht, für die Familie da zu sein, zu arbeiten, war sehr bemüht, aber hatte halt einfach seine Probleme mit dem Alkohol. Und meine Mama hat immer versucht, alles zusammenzuhalten und irgendwo Struktur reinzubringen. Aber es hat uns schon geprägt als Kinder. Und ich habe halt relativ früh durch meine großen Brüder Kontakt mit Drogen gehabt, weil ich das bei denen gesehen habe. Was heißt relativ früh? Also ich war ungefähr 7 Jahre alt, als ich einen meiner Brüder das erste Mal gesehen habe, wie er sich Heroin gespritzt hat. Genau. Und selbst bin ich dann zu den Drogen gekommen, als ich 12 war, habe ich angefangen, dann eben Gras zu rauchen. Genau. Und das hat mich schon früh geprägt. Das kann ich mir denken. Haben Sie das Bild noch im Kopf heute, wenn Sie sagen, mit 7, wisst ihr das noch, wie das war mit Ihrem Bruder? Ja, das Bild ist ziemlich eingebrannt in mir, würde ich sagen, weil ich damals durch das Schlüsselloch geguckt habe im Zimmer von meinen Brüdern und ihn gesehen habe. Und das habe ich heute auch oft, wenn ich ihn treffe oder sehe, habe ich das einfach vor Augen, das Bild. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, es war dennoch liebevoll, ja. Chaotisch, dennoch liebevoll. Das dritte habe ich jetzt vergessen. Was war das noch? Falsche Vorbilder. Falsche Vorbilder, richtig. Genau. Meinen Sie damit auch Ihren Bruder oder waren da noch andere Leute, die da eine Rolle spielten? Genau, also ich habe meine Brüder mir zum Vorbild genommen. Dennoch habe ich gemerkt, ich bin ein Mädchen, also ich bin eigentlich nicht jetzt wie die Jungs. Also war ich schon immer von klein auf so ein bisschen... Ja, identitätslos eigentlich. Also ich habe gemerkt, ich bin ein Mädchen, ich bin eigentlich kein Junge. Aber war natürlich durch die Jungs irgendwie schon so, ja, es waren meine Vorbilder, meine großen Brüder. Ja. Das heißt, haben Sie versucht, wie ein Junge zu werden dann? Oder wie sollte ich das jetzt verstehen? Das heißt, Sie haben Fußball gespielt und sind auf Bäume geklettert? Ja, genau. Ich habe Fußball gespielt, lange Zeit auch sogar. Tatsächlich. Genau. Aber auch optisch habe ich mich selber nie so gefunden. Also ich habe immer gemerkt, so in der Schule, die Mädchen alle Kleider und Glitzer und Rosa, alles so, das war aber nicht meine Welt. Also ich war eher immer so ein Rowdy, aber trotzdem war ich Mädchen und sensibel und genau. Sie erzählen das, weil sich das dann auch eine Zeit lang ja durch ihr ganzes Leben gezogen hat. Ja? Also wer bin ich eigentlich, woraus lebe ich, was bin ich, was gibt mir Wert? Ja. Identität, das waren so Fragen für Sie, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. War Ihnen das in der Situation schon klar oder hat sich das erst im Rückblick so ergeben? Eigentlich hat sich es erst im Rückblick ergeben, dass ich es verstanden habe. Aber damals habe ich halt gemerkt, ich bin irgendwie anders. Genau. Wie haben Sie versucht, das Anderssein zu überbrücken? Dass ich vielleicht auffällig geworden bin, weil ich nicht wusste, wie finde ich meinen Platz, wo ist mein Platz. Und dann bin ich halt irgendwie auffällig geworden und habe mich vielleicht auch dann in die Drogen geflüchtet. Das hat mir irgendwie... Auffällig heißt, Sie haben einfach versucht, die Dinge anders zu machen, als normale, in Anführungszeichen, Mädchen das machen. Ja, genau. Also ich bin halt in der Schule oft mit anderen angeeckt. Also ich war dann auch immer mit so anderen Freundinnen, die ähnlich waren wie ich. Eher nicht so die typischen Mädchen. Wir waren halt dann auch so, ich will es nicht sagen, die Außenseiter in der Klasse, aber eher so die Auffälligen, die immer
ja, irgendwo Stress gemacht haben oder gegen die Lehrer rebelliert haben. Und das hat sich durchgezogen. Also das Bekannteste, also wenn man sich ein bisschen in ihr Leben vertieft, ist ja, dass sie dann irgendwann mal in so einer Fernsehsendung waren. Richtig. Wie jetzt heute auch. Aber das war eine ganz andere Fernsehsendung mit einem ganz anderen Ziel. Worum ging es da? In dieser Fernsehsendung ging es darum, dass innerhalb ein paar Wochen Frauen, die halt optische Problemzonen haben, mit laufender Kamera begleitet werden und operiert werden, ästhetische Operationen, und danach halt ein komplettes Umstyling bekommen und dann, also in meinem Fall, nach 6 Wochen nach Hause kommen und das erstmal auf die Familie dann treffe, also komplett optisch verändert. Und das haben die dann gefilmt. Und dann die große Überraschung: Hallo Sarah, wir erkennen dich ja gar nicht mehr. Genau. Ungefähr so, ja. Genau. Was war denn bei Ihnen anders? Darf man fragen, was die gemacht haben? Genau. Also ich hatte dann eben von der Pubertät an, habe ich halt dann gemerkt, so, ich habe eigentlich den Wunsch, große Brust zu haben, weil ich dann dachte, so, okay, vielleicht bin ich dann eine typische Frau. Oder genau, es war halt dann irgendwo so Lügen auch. Wenn man äußerlich perfekt ist, dann wäre vielleicht alles andere auch perfekt. Genau, und dann habe ich mich damals dort beworben, eigentlich mit dem Hauptproblemzone, die Brust. Und die Zähne waren für mich ein ganz großes Problem. Die Produktion der Fernsehsendung hat mir dann noch angeboten, die Nase noch zu operieren, obwohl ich da gar keine Probleme eigentlich hatte. Aber für den Zuschauer war es halt interessanter, quasi, wenn man mehr... Das ist unglaublich. Wie alt waren Sie da? 21. Und umstylen heißt, Sie haben einfach andere Klamotten bekommen, die Haare wurden anders geschnitten, nehme ich an. Genau. Und so etwas. Genau, also ich wurde komplett Typ verändert und noch nicht mal ich habe mich wiedererkannt im Spiegel. Ach, tatsächlich. Also, war das verboten, sich die zwischendurch anzugucken, und Sie durften sich erst wieder... Genau, also doch, die Operationen, und das habe ich schon natürlich alles gesehen, aber dieser Umstyling-Tag, da werden dann alle Spiegel in dem Friseur abgeklebt. Also man darf auch das finale Outfit nicht davor sehen. Mhm. Und dann ist so diese typische Szene, wo der Spiegel entlüftet wird quasi und man sich dann das erste Mal sieht. Genau, und ja... Also, was ich jetzt gelesen und gehört habe, ist ja, dass es für Sie überhaupt nichts verändert hat. Jedenfalls nichts an Ihrem Problem. Das richtig. Ist so richtig? Ja, richtig. Das muss ja dann eine erhebliche Enttäuschung gewesen sein. Oder was war, als Sie sich gesehen haben, was haben Sie gedacht? Ich habe erst mal geweint, weil ich erschrocken war, dass da eine Person stand, die ich optisch überhaupt nicht kannte. Aber dass ich war und ich gemerkt habe, mein Empfinden, meine Gefühle, mein Schmerz, das, was in mir ist, hat sich überhaupt nicht verändert. Diese Erkenntnis war dann richtig schlimm für mich. Was macht man dann damit? Ich meine, Sie konnten sich dann ja auch nicht rückstylen lassen oder sonst irgendwie etwas, vor allem, weil Sie ja gemerkt haben, das bringt jetzt so oder so nichts. Sie ist immer noch die alte Sarah. Ja. Also ich bin nach der Zeit dann nach Hause gekommen und dann bin ich halt in ein richtiges Loch gefallen. Also ich habe angefangen, noch mehr Drogen zu konsumieren. Ich habe immer weniger, war ich in der Lage, mich um die Kinder zu kümmern. Also ich habe schon die alten Kinder. Ja, da hatte ich schon die großen 2 Töchter. Ich habe insgesamt 4 Töchter, genau. Die ältesten 2 waren damals schon auf der Welt. Die waren aber noch klein und ich habe schon die alltäglichen Dinge irgendwie gemeistert. Aber ich habe gemerkt, meine Lebensfreude geht immer mehr dahin, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, damit ich mich besser fühle, damit ich mich am Leben freuen kann. Genau, weil ich habe ja schon diese Strapazen der Operationen und der völligen Entblößung vor, weiß ich nicht wie vielen, 100.000 Zuschauern. Es war kein kleiner Sender, es war RTL. Genau, ne? Genau, mir gegeben. Und das war dann schon, ja, nicht einfach für mich. Genau. Irgendwas muss ja passiert sein zwischen damals und heute. Ja. Offenbar ein paar große Schritte. Und natürlich säßen Sie nicht bei Bibel TV, wenn das nicht mit Gott zu tun hätte. Ja. Der muss irgendwie in Ihr Leben gekommen sein. Spielte der vorher schon mal eine Rolle? Also ich kannte Gott eigentlich nur aus den Erzählungen meiner Großeltern. Meine Großeltern waren sehr katholisch gläubig, genau. Und die haben uns das schon immer mit auf den Weg gegeben. Meine Eltern auch. Genau, aber durch halt die Probleme auch innerhalb der Familie sind meine Eltern auch so ein bisschen vom Glauben, sag ich mal, haben sich eher entfernt. Und dann war das einfach kein Thema mehr bei uns. Genau, also ich hatte da keinen
Bezug dazu. Und ich wäre auch in meinen tiefsten Momenten oder nach dieser Fernsehsendung nie auf die Idee gekommen, mich an Gott zu wenden mit meiner Problematik. Beziehungsweise wusste ich ja auch gar nicht, dass ich mich mit jeder Problematik oder jedem Anliegen an Gott wenden kann. Bevor wir gleich erzählen oder Sie erzählen, genau, wie es dazu gekommen ist, ja, was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Auswirkungen Ihrer Probleme? Wie haben sich die geäußert? Also war die Drogensucht, was spielte noch eine Rolle? Genau, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Genau, also ich war überhaupt nicht in der Lage, eigentlich mit anderen Menschen sozial zu kommunizieren. Genau. Kommunikationsprobleme. Also ich bin dann in eine Depression auch gefallen, habe auch Medikamente genommen lange Zeit und ich war eigentlich in einem richtigen Teufelskreis, kann man sagen. Wie haben Sie das denn überhaupt mit den damals noch zwei Kindern auf die Reihe gekriegt? Sind Sie wie so ein Automat durchs Leben gelaufen? Genau. Also ich habe mich eigentlich gefühlt wie so eine Maschine, die einfach nur funktioniert, aber ohne Gefühle oder ohne Empfinden einfach nur funktionieren, weil ich behaupten würde, mein Herz ist irgendwann Stein geworden, um keinen Schmerz zu haben. Nicht oder keinen verletzt zu werden. Ja, genau. Genau. Mhm. Und das hat sich natürlich dann auch wieder gespiegelt in der Beziehung zu dem Papa meiner Kinder, mit dem ich seit meinem 17. Lebensjahr zusammen bin. Und unsere Beziehung war also aus heutiger Sicht ein riesen Misthaufen. Mhm. Genau, ja. Das heißt, die haben Sie dann auch aufgelöst, oder? Erst später. Ja. Genau, ja. Wahrscheinlich. Also ich stelle mir es jetzt so vor, dass Ihnen die Kraft für alles Mögliche fehlte, selbst dann für die Auseinandersetzung. Ja, genau. Also bei uns sind schon die Fetzen geflogen und es hat auch alles eigentlich auf den Drogen basiert. Wir haben Drogen verkauft. Meine Eltern waren irgendwo machtlos. Die standen oft vor mir, haben geweint und haben gesagt, Kind, wie können wir dir irgendwie helfen? Aber ich wusste ja nicht, ich konnte mir selbst nicht helfen. Also ich wusste ja gar nicht, wie kann man mir Gutes tun oder mir helfen. Und das Einzige, was meine Eltern halt tun konnten, sie haben zu jeder Zeit, wo sie konnten, die Kinder geholt zu sich, haben halt mit den Kindern Sachen unternommen. Die Kinder haben bei meinen Eltern übernachtet, einfach um ihnen ein bisschen Normalität, das Leben zu zeigen. Genau. Ja. Und dann waren sie auch was entlastet. Genau. Jetzt bin ich natürlich zusammen mit den Zuschauern sehr gespannt, wie denn nun diese Veränderung eingetreten ist. Müssen wir jetzt also mit irgendeinem blitzartigen Erlebnis rechnen oder ist da Schritt für Schritt irgendwie was passiert? Genau, es war ein Prozess. Also ich habe 2015 kam meine dritte Tochter zur Welt und als meine dritte Tochter 3 Monate alt war, habe ich angefangen, Speed zu konsumieren. Das ist eine chemische Droge, die einen wach hält. Genau. Und selbst wenn der Körper nicht mehr kann, ist man vom Kopf weiter da und überlegt und überlegt. Also die Droge hat mir nicht geholfen in einer Situation. Ich muss das mal gerade nachfragen. Wieso nimmt man das dann? Was ist das Vergnügen dabei? Bei mir war es halt so, ich habe das erste Mal Speed konsumiert und war, ich glaube, 2 Tage wach und habe mich gut gefühlt. Ich war aktiv, ich wollte raus, ich wollte irgendwas erleben. Und das war, glaube ich, dann irgendwo das, wo ich mehr wollte. Aber das war halt dann beim 2., 3. und 4. Mal konsumieren nicht mehr so. Ah, lässt dann die Wirkung nach. Genau. Und dann braucht man auch immer mehr, immer mehr. Und es bringt überhaupt nichts mehr. Und in meiner Situation hat mich das natürlich noch weiter runtergetrieben und in die Verzweiflung getrieben. Ich bin dann durch die Droge, weil ich es halt wirklich übertrieben habe, hat meine Niere dann auch Probleme gehabt. Ich hatte also dann chronische Schmerzen in der Niere, war auch mehrmals im Krankenhaus. Aber die Ärzte waren irgendwo machtlos, weil es war ja mein eigenes Verschulden und ich habe auch nicht aufgehört damit. Das heißt, die konnten zwar sagen, hör auf mit dem Speed, genau, aber genau, ja, konnten sie ja nicht zu zwingen. Genau. Okay, jetzt hatte ich Sie aber eben unterbrochen, aber ich wollte das noch kurz einschieben, um einfach zu verstehen, warum und wieso nur ausgerechnet die Droge. Sie haben von der dritten Tochter erzählt und danach ist es zu anderen Schritten gekommen, da hat sich was bewegt. Genau, also in kürzester Zeit, in nicht mal einem Jahr, hat mich die Droge wirklich zerstört. Beziehungsweise ich habe mich selbst zerstört mit der Droge. Und dadurch, dass ich da vorher schon Depressionen hatte, sind die Depressionen immer schlimmer geworden. Genau, die Streitereien mit dem Papa meiner Kinder sind völlig eskaliert. Und irgendwann kam halt der Wunsch,
lieber zu sterben, als weiterzuleben, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht in der Lage, mich um meine Kinder zu kümmern. Ich bin nicht in der Lage, Verantwortung für meine Kinder zu übernehmen. Ich kann ja nicht mal für mich selbst Verantwortung übernehmen. Die Beziehung zum Papa meiner Kinder war einfach nur noch voller Vorwürfe, Respektlosigkeit gegenseitig. Es war einfach kein Fundament und ich habe keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen. Und dann kam einfach so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich beende mein Leben trotz der Kinder. Ich habe dann Testament schriftlich aufgesetzt, dass die Kinder zu meinen Eltern kommen sollen, weil ich wollte halt auch nicht, der Papa meiner Kinder war ja in den gleichen Umständen quasi wie ich, genau. Habe Abschiedsbriefe für meine Brüder geschrieben und habe trotz meiner Situation, gab es zwei, dreimal einen Moment, wo ich laut gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Also ich kann mir aus heutiger Sicht einfach nur instinktiv erklären, dass ich da irgendwo noch nach Hilfe gesucht habe. Weil zuvor haben sie da ja nie Hilfe gesucht. Genau, ne? Das war irgendwie wie so eine Sehnsucht. Also ich kann das irgendwie nicht in Worten beschreiben, warum das dann so... Das waren dann mehr so einfach so Ausrufe, Gott nur hilf. Genau, genau. Und dann habe ich einen alten Freund wieder getroffen. Und er hatte den Glauben schon an Gott. Ziemlich eng sogar, ziemlich intensiv. Und der hat mich gesehen und hat sofort gemerkt, so, okay, dieser jungen Frau kann nur noch Gott helfen. Genau. Und dann haben wir angefangen, also er hat mir dann über Social Media, haben wir uns dann geschrieben. Und er hatte mir eben einen Satz geschrieben, der eigentlich auf meinen Bruder bezogen war. Genau, aber der mich dann total berührt hat. Genau. Und dieser Satz war eben, Jesus ändert nicht die Umstände, er ändert dich in den Umständen. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, Jesus kann auch die Umstände ändern. Das ist mir ganz wichtig. Aber in meiner Situation musste mein Herz verändert werden. Das innen drin musste geändert werden, nicht die Äußerlichkeiten oder die Umstände. Das eine ist ja die Erkenntnis. Und das hat sie offenbar so richtig umgehauen. Ja? Genau. Also ich muss bei mir etwas verändern. Mhm. Aber wenn eine bestimmte Lebensform mal so eingeschliffen ist, ist es ja trotzdem unglaublich schwer, es zu verändern. Ja, war es auch. Wie haben Sie das denn Schritt für Schritt gemacht? Also ich habe für mich erkannt, da ist was, da ist eine Kraft und ich will mehr davon. Also es war meine Entscheidung zu sagen, ich strecke mich danach aus und ich habe meine Bibel, die ich von meinen Großeltern hatte, habe ich ausgekramt und habe mich damit befasst und ich habe danach gesucht und ich weiß noch, meine ersten Gebete waren, bitte lieber Gott, beschütz meine Kinder. Also ich wusste nicht mal, wie kann ich Gott gegenübertreten. Genau, also es war echt ein Prozess. Ich habe dann auch noch ein paar Mal Speed konsumiert, bis ich dann selbst zu der Erkenntnis gekommen bin, okay, Gott verbietet mir nicht das Speed, weil er ein uncooler Gott ist, sondern er möchte das Beste für uns. Und es dient uns zum Besten, wenn ich das lasse. Ist das so aus Ihnen herausgekommen oder waren dann auch Leute um Sie herum, wie so ein Kokon, die Sie ein bisschen beschützt haben und Sie dann auch mit Worten angeregt haben, zu so einer Erkenntnis zu kommen? Ja, also der Dave heißt der Freund, den ich da eben getroffen hatte, der hat mich begleitet. Das war wie ein Werkzeug, das Gott genutzt hat, um mich zu begleiten auch, genau, bis zu einem gewissen Punkt. Und wir haben uns dann auch mehrmals getroffen und er hat mich dann auch immer gefragt, ob er für mich beten darf. Und bis er dann mich eben gefragt hat, ob ich mir dann nicht vorstellen könnte, Jesus einzuladen, in mein Herz zu kommen. Das war der gewisse Punkt, den Sie meinten, oder? Genau, und das war dann so die bewusste Entscheidung für mich. Okay, da ist was. Er hat mir das Evangelium auch erklärt, also, und das hat alles für mich Sinn ergeben. Und dadurch, dass ich dann auch in der Bibel gelesen habe, ich habe einen Frieden gespürt, den ich in Worten nicht beschreiben kann. Und das war diese Kraft, wo ich gemerkt habe, da will ich mehr davon. Und das war natürlich meine Entscheidung. Und das war auch, es liegt auch an jedem selbst, dann aufzustehen und sich zu mobilisieren und zu sagen, okay, ja, ich befasse mich damit, ich strecke mich danach aus. Jetzt haben Sie von sich erzählt, wie sich das für Sie ausgewirkt hat, aber Sie haben ja nicht alleine gewohnt. Da waren die Kinder, da war, Sie sagen immer, der Vater Ihrer Kinder oder der Papa Ihrer Kinder. Hat sich das auf diese Beziehung vermutlich auch irgendwie ausgewirkt, oder? Ja, also wir haben uns ja dann getrennt, als ich zum Glauben gekommen bin. Und die Fronten waren auch sehr verhärtet. Ich durfte auch lernen zu vergeben,
was auch ein Prozess ist. Auch selbst manchmal heute kommen noch Situationen mal so aufgeploppt, wo ich merke, okay, da ist vielleicht noch was, wo Vergebung her muss. Wir waren dann 3 Jahre getrennt. Ich war alleinerziehend mit den Kindern, habe halt dann Halt und Heimat mit den Kindern in der Gemeinde auch viel gefunden. Er war den Drogen weiterhin noch verfallen. Und als meine älteste Tochter, die Alicia, sich hat taufen lassen, war er eingeladen. Und bei der Taufe war er so berührt von Gott, dass er sich entschieden hat, sein Leben Gott zu geben. Und genau, und er auch erfahren durfte, wie gut unser Gott ist und wie er Leben verändert und ihn auch rausgeholt hat. Und auch bei ihm ist Stabilität jetzt. Genau. Und ein Jahr später hat Gott uns wieder zusammengeführt. Wir haben dann geheiratet, wir haben noch eine Tochter bekommen und leben beide im Glauben. Und haben ein ganz anderes Fundament. Also es ist was Neues entstanden. Das Alte ist vergangen. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen, in der Kindheit, so diese Wurzel war eben auch die Frage, wer bin ich eigentlich? Mhm. Welche Identität habe ich? Wer ist Sarah? Ja. Wie würden Sie sagen, kommt das zusammen mit dem Glauben? Welche Identität haben Sie jetzt? Offenbar haben Sie eine gefunden, wo Sie jetzt nicht mehr zweifeln müssen, wer Sie sind oder dass Sie geliebt sind oder weiß der Himmel was. Aber wie würden Sie das ausdrücken? Wo kommt diese Identität her? Genau, also ich bin davon überzeugt, dass meine Identität von Gott kommt. Ich bin ein geliebtes Königskind, weil Gott hat seinen Sohn für uns am Kreuz gegeben. Und Jesus hat unseren Wert bestimmt in dem Moment, als er ans Kreuz ging. Er hat alles gegeben für uns. Und genau diese Identität durfte ich finden und habe sie auch angenommen. Ah ja, ein wichtiger Schritt. Ja. Sie unterscheiden zwischen finden und annehmen. Also was wäre denn passiert, wenn Sie es nicht angenommen hätten? Ich denke, dass es ein Glaubensschritt auch ist, zu sagen, ich nehme die Verheißungen, die auch in der Bibel stehen, nehme ich im Glauben an. Das heißt, wenn ich bete, dann nehme ich die Dinge, die in der Bibel stehen, für mich an. Und ich nehme sie in Anspruch, weil das Erbe liegt schon bereit. Und wir dürfen lernen, es im Gebet anzunehmen, genau, in Anspruch zu nehmen. Das, was Sie von sich beschrieben und erleben mussten, Sie sind ja nicht die Einzige auf der Welt, die es wahrscheinlich ähnlich geht, in einer Zeit, wo viele hilflos sind und auf der Suche sind oder aus schwierigen Familien kommen. Meinen Sie, ein Rezept gefunden haben, was Sie jetzt sagen könnten, also Leuten, die in ähnlicher Situation sind, was würden Sie denen mitgeben? Ja, also ganz wichtig würde ich Menschen mitgeben, die vielleicht auch mit sich äußerlich nicht zufrieden sind, würde ich sagen, die äußere Schönheit ist erstmal vergänglich. Und die wahre Schönheit liegt viel tiefer, als das Auge im ersten Schein also hergibt. Wahrnimmt, genau, ja. Genau, ist viel tiefer. Und sonst würde ich als Rezept mitgeben, einfach mal mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ja, ganz. Sie sagen einfach. War es für Sie einfach? Nachdem ich wusste, ich kann mit Gott ganz einfach sprechen, ohne irgendwelche formellen Gebete auswendig zu kennen, war es für mich einfach, mein Herz ausschütten zu können. Dadurch, dass ich zu Menschen wenig Vertrauen hatte, konnte ich halt bei Gott echt so mein Herz ausschütten. Und das war gut und das war dann einfach, ja. Hatten Sie noch mal, Rückfälle? Also ich meine jetzt nicht unbedingt Speed, haben Sie ja gesagt, das war dann vorbei. Aber hat es auch noch mal Situationen gegeben, wo Sie gedacht haben, oh, wenn ich jetzt in diese Richtung weitergehe, dann verliere ich diesen Draht wieder? Oder ist es eine stabile Sache, die sich seitdem ergeben hat? Nein, also ich muss ganz klar sagen, es gibt immer Herausforderungen, wo vielleicht man sich manchmal dann denkt, oh Gott, die Stürme, die ganzen Herausforderungen, die Umstände sind katastrophal gerade. Oder dann gibt es Situationen im Alltag mit den Kindern, wo ich mir so fest vorgenommen habe, nicht mit ihnen zu schimpfen. Und dann kommt doch wieder eine Situation, wo ich dann einen Schrei loslasse und alle in ihr Zimmer irgendwie schicke. So, ich meine, das ist ganz normal, denke ich. Und wir werden nie perfekt sein. Wichtig ist nur,
dass wir uns selbst nicht verdammen oder dass wir auch uns selbst vergeben dürfen. Also Sie sind keine Heilige geworden, weil Nein. das geht gar nicht, aber Nein. Sie haben das Heil gefunden. Können wir es ja. so zusammenfassen? Ja, genau. Wunderbar, Sarah. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute davon erzählt haben. Ich hoffe, dass viele Leute, die in vergleichbarer Situation sind, davon hören, es sehen und sich ein Herz fassen und sich auch auf den Weg machen. Ja. Alles Gute Ihnen. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, denn das kommt ganz bestimmt wieder. Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.